Seit Freitag wertet der Yen wieder sehr, sehr stark auf. Und die Frage ist, sehen wir jetzt die zweite Welle des Carry Trade Desasters, also der Rückabwicklung von Carry Trades, nachdem uns Banken wie JP Morgan und andere ja versuchten zu beruhigen und gesagt haben, ja, wisst ihr, drei Viertel des Carry Trades, der ist bereits rückabgewickelt. Erstaunlich angesichts dessen, dass dieser Carry Trade sich über Jahrzehnte aufgebaut hat und dann soll der mehr oder weniger an einem Tag zu drei Viertel abgewickelt gefrühstückt sein. Selig, wer das glaubte, ich tue es nicht, deswegen bin ich wohl unselig. Jedenfalls sehen wir, dass offenkundig nach wie vor Druck in der Pipeline ist. Wir sehen, dass dann der Nikkei aufgrund der starken Aufwertung des Yen, die bereits am Freitag, wie gesagt, begann, sich heute in der Nacht fortgesetzt hat, der Nikkei 2% verliert und das hat die Futures ein bisschen nach unten gebracht, die US-Futures, die zuvor noch sehr optimistisch waren. Wie wird die ganze Geschichte weitergehen? Wir werden in dieser Woche zwei spannende Sachen haben, dazu gleich mehr. Starten wir erstmal mit dem, was aktuell der Fall ist. Wir sehen hier Dollar-Yen unter die 146er-Marke gefallen. Wir hatten ja diesen starken Aufwärts-Move mit der Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze. Auch zu diesen gleich mehr. Wir sehen dann solche Headlines. Yen jumps 1% again against Dollar. Wegen großer Schwäche in der US-Währung. Das Ganze hatte, wie gesagt, wenn Sie rechts mal gucken, am Freitag bereits begonnen. Da Dollar-Yen mehr als 1% verloren und da sahen wir eine schon ziemlich bärische Chartformation, die sich dann, wie gesagt, heute auch wirklich bewahrheitet hat mit einem weiteren Abverkauf von um und bei 1,5%. Das ist im Währungsbereich sehr, sehr viel. Alles über 1% ist im Währungsbereich wirklich eine Menge Holz. Bei einer Aktie ist das ja nicht viel, aber im Währungsbereich sind das schon große, große Moves. Und hier eben die Frage, ja, sehen wir jetzt die nächste Enthebelung eben im Carry Trade. Hier sehen wir mal Dollar-Yen in der längeren Perspektive. Da sind wir ja runtergekommen von 160 Pi mal Daumen auf 142. Dann diese, naja, nicht wirklich überzeugende Erholung und jetzt der nächste Move Down. Wir sehen deswegen den Nikkei unter Druck mit 2% und eben Schlagzeilen dann von Bloomberg. Ja, die asiatischen Währungen, die sind auf einem 7-Monats-Hoch gegenüber dem US-Dollar wegen dem Goldilocks-Szenario der US-Wirtschaft. Also dem Glauben, naja, das wird ja alles ganz Sutsche enden mit der US-Wirtschaft, weil wir eben bessere Einzelhandelsumsätze gesehen haben, weil wir bessere Erstanträge gesehen haben. Die schwachen Daten wie Philly Fed, wie andere Homebuilder Index, die werden ausgeblendet. Man fokussiert sich so ein bisschen auf das, was man hören will, hat man den Eindruck. Jedenfalls die asiatischen Währungen legen alle zu gegenüber dem Dollar. Und dieses Goldilocks-Szenario, das könnte heute, nicht heute, sondern am Mittwoch doch einer scharfen Prüfung unterzogen werden, denn das Bureau of Labor Statistics, glaube ich, ist es, dass diese Daten nämlich revidieren wird zu den neu geschaffenen Stellen in den USA, also den Non-Farm Payrolls. Und Goldman Sachs sagt, das könnten 600.000 bis 1 Million Stellen weniger sein als erwartet oder als zuvor gemeldet. Das heißt, diese ganzen Jobzuwächse, die uns die Statistiker hier präsentiert haben, die sind wahrscheinlich nicht real, sind nicht der Fall, was dann wiederum das Goldilocks-Szenario in Frage stellen würde. Und hier sehen wir, bis zu 1 Million könnten also diese Stellen nach unten revidiert werden. Dann sieht das Bild nämlich überhaupt nicht mehr Goldilocks-mäßig aus. Und Kalifornien hat bereits angefangen. Hier geht es übergeordnet um die neuen Jobs April 2023 bis März 2024. Kalifornien hat schon mal angefangen und gesagt, wir haben gar keine Stellenzuwächse im Jahr 2023 in diesem Zeitraum April 23 bis März 24. Also die vorhergemeldeten Jobzuwächse, die existierten nicht, die waren fake. All das kommt erstens durch das Birth Death Model, das ein nicht tragbares statistisches Werkzeug ist aus meiner Sicht, das reine Schätzungswerte generiert. Dann diese Seasonal Adjustments, diese saisonalen Anpassungen, auch das
das windelweich, überhaupt nicht zuverlässig. Und so entsteht wahrscheinlich ein komplett falsches Bild eben dieses US-Arbeitsmarktes und dann eben diese Einzelhandelsumsätze, die ich vorhin schon angesprochen habe, die ja diese Hoffnung schürten, dass die US-Wirtschaft wirklich doch ganz toll dasteht. Und das widerspricht so ein bisschen dem, was wir von vielen Einzelhandelsfirmen gehört haben in den USA, die ja ihre Zahlen berichtet haben, die ihre Ausblicke berichtet haben, und die waren weitgehend, nehmen wir mal Walmart aus, sehr, sehr schwach. Der Konsument ist schwach auf der Brust, war der Tenor. Vor allem diejenigen, die am unteren Ende der Einkommensskala sind, sind sehr, sehr, sehr schwach. Jetzt schauen wir uns mal hier eine Kategorie an, nämlich Building Materials. Also Baumaterialien, die seien angeblich, seien die Umsätze da um 5,3% gestiegen. Jetzt ist das Blöde, dass wir ja wissen, von wem diese Building Materials verkauft werden, nämlich zu 50% von Home Depot und Lowe's in den USA, und beide haben klar gemacht, nein, die Umsätze sind massiv zurückgegangen. Also die zwei führenden Verkäufer dieser Building Materials, die melden in diesem Monat, um den es hier geht, deutlich rückläufige Verkäufe. Aber angeblich ist die ganze Geschichte um 5,3% gestiegen. Das ist nur ein Schlaglicht auf mehrere Punkte, wo man sagen könnte, das ist ein bisschen seltsam, dass hier die Zahlen so ausfallen, wie sie ausfallen. Kein Wunder, die waren ja auch wirklich sehr, sehr weit außerhalb der Erwartung. Der Konsument ist super drauf, das sollte offenkundig die Message sein. So super drauf, dass jetzt Kamala Harris ja Lebensmittelpreiskontrollen einführen will, dass sie den Leuten Zuschüsse geben will, wenn sie ein Kind bekommen, vor allem wenn sie ein Haus kaufen. Und hier sagt Jeff Gundlach, der Bond-Guru, jemand, der so etwas vorschlägt, der hat überhaupt keine Ahnung von Wirtschaft und disqualifiziert sich im Grunde als Präsidentschaftskandidat. Dann wurde Harris von CNN befragt, ja, wie wollen Sie das denn gegenfinanzieren? Und dann sagt sie, ja, diese Frage ist ja schon mal ein Fehler, weil es wird ja so unfassbar viel Stimulus dadurch generiert in der Wirtschaft, sodass sich das Ganze von selber zurückzahlt. Das ist das Märchen, das uns auch die US-Republikaner erzählt haben, naja, wenn wir die Steuern senken, dann wird die Wirtschaft so boomen, dass wir das wieder reinkriegen durch die boomende Wirtschaft. Das war nicht der Fall. Das, was Harris hier sagt, wird auch nicht der Fall sein. Also es ist praktisch Voodoo-Ökonomie, die hier der Fall ist, und das fällt den Amerikanern langsam auf. Selbst jenen Medien, die Kamala Harris durchaus wohlgesonnen sind, wie Washington Post, bekanntlich gehört das Jeff Bezos von Amazon. Und hier heißt es, die Zeiten erfordern seriöse Antworten und keine Gimmicks, die Harris uns hier liefert. Und offenkundig, das zeigen die Umfragen, finden die Amerikaner das doch gar nicht so toll, was Harris da vorschlägt. Dementsprechend sehen wir, dass jetzt bei den Wettanbietern die Chancen wieder komplett gleich sind. 49% zu 49%. Zuvor lag ja Harris doch einiges vorne. Und hier sehen wir mal auch, warum das Gimmick ist, was hier wirklich der Fall ist durch Harris. Hier sehen wir mal die Margen in diesem Bereich im Lebensmittelsektor, die liegen bei 1,4%, und da wird den Amerikanern erzählt, das sind die bösen Haie, die euch ausnehmen, wenn diese Haie 1,4% Marge haben, was sehr, sehr wenig ist. Also das kann nicht sein. Preise sind ein Signal, und Preiskontrollen ist dasselbe wie sozusagen den Botschafter einer schlechten Nachricht zu erschießen oder umzubringen. Das hat ein Ökonom gesagt, und ich glaube, damit hat er einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Und Geiger Capital bringt es hier auf den Punkt. Das ist schon so ein bisschen kommunistisch, aber vor allem, was das große Problem ist, dass die Kandidatin der Demokraten offenkundig ökonomisch jetzt nicht allzu beschlagen ist, eine Art ökonomische Analphabetin, wie Geiger Capital hier schreibt, während Sid Donald sich vorwiegend um sich selbst kümmert und seine Hauptaussage ist, ich bin ja hübscher als Kamala Harris und überhaupt meine Prozesse und so weiter. Da gab es ja neulich eine Veranstaltung, wo man Donald Trump hier diese ganzen Produkte, diese ganzen Waren hingestellt hat, um zu zeigen, wie viel die unter der Biden-Administration teurer geworden sind. Hat Trump nicht interessiert. Was Trump interessiert, ist eben leider er selbst. Und damit verspielt er so viele Potenziale,
gegen diesen Unsinn vorzugehen. Das ist das Traurige. Also beide scheinen jetzt nicht wirklich voll auf der Höhe zu sein, was das Ganze betrifft. Hier hat jetzt Trump doch mal einen Tweet abgesetzt, wo er versucht klarzumachen, wie stark die Preise gestiegen sind unter der Biden-Administration. Preise sind auch gestiegen unter Trump, by the way. However, wir sehen, dass jetzt auch Medien wie CNN durchaus sagen, Leute, das ist vielleicht jetzt nicht so der gute Plan mit diesen Sachen, die Harris hier vorschlägt. Das könnte mehr Probleme schaffen, als es löst zu CNN. Und wenn du CNN verlierst, deine Hauptsache, deine medialen Unterstützer, dann könnte das für Harris ein bisschen schwierig werden. Wir sehen also, dass der Support nachlässt. Ich glaube, wir haben den Hochpunkt der Kamala-Harris-Euphorie gesehen. Je mehr sie sagt, umso mehr wird diese Euphorie abflachen. Hier sehen wir mal die verschiedenen Preissteigerungen zwischen 2000 und 2022. Sehr viele Dinge sind gestiegen, eben auch die Preise für Lebensmittel, ganz klar. Aber wir sehen, dass eben die Margen ja sehr, sehr schwach sind. Also die Preise sind gestiegen, weil vor allem natürlich die Politik massiv Stimulus betrieben hat, die Fed das Ganze finanziert hat durch Dollardrucken, und so können sich immer weniger Leute ein Haus leisten, eine Immobilie leisten, weswegen, also aufgrund dieser Politik können sich weniger Leute eine Immobilie leisten. Jetzt sagt die Politik, weil wir das Ganze irgendwie wieder heilen wollen, was wir faktisch ja selber verursacht haben, wollen wir den Leuten jetzt Geld geben, dass sie sich wieder eine Immobilie leisten können. Mit der Folge, wenn jetzt zum Beispiel dieser Harris-Plan umgesetzt würde, $25.000 für jeden Hauskäufer, was machen dann die Immobilienfirmen? Die hauen diese 25.000 auf ihre Preise oben drauf und bums, haben wir denselben Effekt. Die Inflation geht wieder nach oben im Immobilienbereich und so weiter und so fort. Und weniger Leute können sich dann wieder Häuser leisten. Also der erste Eingriff des Staates verursacht Probleme. Dann greift der Staat wieder ein, um die Probleme irgendwie zu adressieren. Damit schafft er wieder neue Probleme. Das ganz, ganz klassische Muster. Die Folge ist, wie wir hier von Redfin sehen, dass die Zahl der Mieter deutlich nach oben geht, die Zahl der Hausbesitzer deutlich nach unten geht. Und die Leute sind genervt und denken, wir sind in einer Rezession, obwohl ja die offiziellen Wirtschaftsdaten so schön aussehen, weil das sogenannte Common Man CPI, also das, was wirklich die Leute wirklich direkt betrifft, nämlich Food, Energy, Shelter, also Unterkunft, Kleidung, Utilities, also Wasser, Strom, Gas und so weiter und Versicherungen, ist stärker gestiegen als die Löhne seit dem Jahr 2020, seit dem Dezember 2020 genauer gesagt. Das heißt, faktisch verlieren die Leute an Kaufkraft, deswegen sagen sie, wir sind doch in einer Rezession, gefühlt ist das so, nur die offiziellen Daten bestätigen das nicht. Aber nochmal zurück zu dieser Schleife. Die Regierungen verschaffen durch Markteingriffe Probleme, die sie dann durch neue Eingriffe versuchen zu lösen, faktisch damit aber die Probleme noch vergrößern. Das alles dann auf Kosten eben der Verschuldung, die eben kein Free Lunch mehr ist, sondern richtig kostet. Wenn die Harris die Wahl gewinnt, wird das Budgetdefizit explodieren. Wenn Trump die Wahl gewinnt, wird auch das Budgetdefizit explodieren. All das in der Situation, wo die Schulden ohnehin immer teurer werden. Hier sehen wir mal, bald wird es $1,2 Billionen pro Jahr kosten. Im Jahr 25 wird es wohl $1,4 Billionen kosten, die Zinsen zu bedienen, selbst wenn die Fed jetzt die Zinsen senken sollte. Also das wird immer teurer. Und Milton Friedman hat mal gesagt, beobachtete das Ausgabeverhalten einer Regierung, denn es wird so oder so so sein, dass ihr dafür bezahlen müsst, entweder in Form von Steuern oder indirekt in der Form von Inflation und Schulden. Javier Mele hat einst den Satz gesagt, wenn Geld drucken die Armut beenden könnte, dann würde das Drucken von Diplomen die Dummheit in der Welt besiegen. Ich glaube, das bringt das Ganze sehr gut auf den Punkt. Und in dieser Situation, wo also die Schuldenexplosion weiterzugehen scheint, sehen wir, dass gleichwohl fast alle, so viele wie noch nie, erwarten, dass die Renditen sinken, also die Kapitalmarktzinsen sinken, die ja vielleicht sinken, weil die Wirtschaft sich abschwächt, vielleicht auch ein bisschen, weil die Fed die Zinsen vielleicht senkt, aber die Schulden, die stärker ansteigenden Schulden, die immer stärker ansteigenden Schulden, dürften eigentlich eher die Renditen wieder steigen lassen. Also ist dieser Konsens, der derzeit herrscht, fallender Renditen, ist der vielleicht falsch?
falsch. Kommen wir jetzt mal zu den Aktienmärkten. Hier sehen wir, dass wir ja diese starke Rallye hatten, auch bei Tech-Aktien. Aber die Absicherungsprämien, was es kostet, also vor allem Tech-Aktien zu hedgen, die sind nach wie vor sehr hoch, sind nach wie vor höher als vor dieser ganzen Geschichte, als das begonnen hat. Das dürfte auch einer der Gründe dafür sein, dass Dollar-Yen nicht auf die Beine kommt, weil diese Carry-Trades unrentabler werden. Es wird immer teurer, sich abzuhedgen, wenn man das will. Die Marge wird immer höher, das heißt, die Banken oder die Broker fordern höhere Sicherheitshinterlegungen, weil man ja gesehen hat, wie hoch das Risiko für die ganze Geschichte ist hier beim Carry Trade. Und schauen wir uns hier mal an den Halbleiterindex, also Chipsektor, der ja maßgeblich wieder diese Erholung getragen hat. Hier sehen wir die Gewinnerwartungen, die sind nicht so deutlich gestiegen wie eben die Kurse. Das heißt, da haben wir eine Lücke. Wir haben eine Lücke zwischen dem Nasdaq und Dollar Yen. Und wir haben eine Lücke zu den Downgrades. Hier sehen wir mal den City-Index, der bemisst, ob wir Profit-Upgrades oder Profit-Downgrades haben. Und wir haben seit Ende Juni haben wir permanent Downgrades. Das heißt, die Aussichten für die Unternehmen werden deutlich schwächer. Markttechnisch haben wir gesehen, dass jetzt Put-Call-Ratio wieder sehr, sehr weit unten ist. Das heißt, wenig Bedürfnis nach Absicherung. Gleichzeitig wurde massiv Geld in gehebelte Long ETFs wurde sehr viel Geld da rein investiert. Und hier sehen wir diese schnelle Erholung. Das geht meistens nicht lange gut, zu schnell. Das Pendel ist zu schnell umgeschlagen, von die Welt geht unter zur besten aller Welten, Goldilocks-Szenario. Ich glaube, das wird nicht lange vorhalten können. Und das sieht man schon so ein bisschen auch, wo die Probleme sind. UBS, die jetzt sagen, wir werden einen Fonds schließen, den wir geerbt haben von der Credit Suisse. 2 Milliarden Dollar sind da drin. Der hat vorwiegend eben in Office Properties investiert, also Gewerbeimmobilien. Und davon den größten Anteil in den USA. Und das erinnert so ein bisschen an Bear Stearns, als die damals einen Immobilienfonds schließen mussten. Dann zum Beispiel in Florida. Hier ist die Rede von der größten Immobilienkrise seit Jahrzehnten. Da werden viele, viele Bereiche, viele Gebäude, viele einzelne Wohnungen auch 40-50% noch unter den Zahlen verkauft, die noch vor wenigen Jahren der Fall war. Also da sehen wir die Probleme, die sind schon da. Und wir haben derzeit aber eben die Annahme eines Goldilocks-Szenario. Ja, wie weit wird dieses noch gehen, dieses Goldilocks-Szenario nach dem Japan-Schock? Wie weit geht die Rallye? Wie ist die Gesamtsituation zu beurteilen? Erster Artikel, den Sie gerne weiterempfehlen über Social Media. Dann, die Bullen sind zurück, aber die Fed steht an, respektive Jerome Powell, der am Donnerstag in Jackson Hole eine Rede halten wird bei dieser Notenbanker-Konferenz. Das ist die zweite Empfehlung, was jetzt wichtig wird in den nächsten Tagen. Und die dritte Empfehlung, nochmal diese Absicherungskosten. Das ist sozusagen ein Indikator für das, was wirklich an den Märkten der Fall ist. Diese drei Empfehlungen. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.